Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Diesmal geht's wieder in Richtung Horror. Endlich ist der Sarazar wieder zurück aus Los Angeles und ist wieder bereit zu zocken hier, um sich in Gruselgrau und Gänsehautgefilde zu begeben, weil sich viele das gewünscht haben, dass ich mal wieder ein Horrorspiel mache. Also habe ich mir mein kleines Mini-Let's Play sozusagen aufgetischt. Der ein oder andere wird das Spiel schon kennen. Five Nights at Freddy's heißt das Ganze. Ja, und es geht so ein bisschen um Kuscheltiere, wie sind Nachtwächter, und es ist ziemlich krass. Es gibt auch eine Warnung hier am Anfang des Spiels, ne? Jumpscares gibt es auf jeden Fall, krasse Lichter und ziemlich laute Geräusche. Wir müssen uns also auf einiges vorbereiten. Also nicht für Zartbeseitete, die sollten jetzt besser abschalten. Na, wir legen mal los. Ich habe es schon mal angespielt, ganz ehrlich, aber ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird bei Freddy's Fazbear's Pizza, Family Pizzeria, looking for security guard to work the night shift. Die Nachtschicht sollen wir übernehmen. 12 Uhr, die erste Nacht. Oh oh. Ja, und das Spiel, wie gesagt, hat's in sich. Ich hab's schon mal angespielt, um zu gucken, ob es alles funktioniert. Wir steuern das Ganze quasi nur hier über solche Kameras und diese Figuren probieren uns umzubringen. Und da ruft wer an. Aha. Hier liegt auch ganz schön viel Müll rum. Da gehen wir doch mal ans Telefon. Hallo. Ah, geht doch noch keiner. Ah, jetzt. Hallo. Hi. Hello. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Aha. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. That might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Oh. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Ah, okay. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs, pop out the front of the mask. Should. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Tschüsschen, mach's gut, Alter. Ja, das war der Vorgänger, der hier vorgearbeitet hat. Und er hat uns gewarnt, dass diese Kreaturen nachts zum Leben sich erwecken quasi. Und von den Kreaturen hier ist die Rede. Diese drei hier, die wollen auf jeden Fall ein bisschen Kacke bauen und können danach keinen Menschen mehr von einer Maschine unterscheiden. Und es kann sein, dass die uns dann angreifen, wenn die hier in unseren Raum kommen. Und das ganze Spiel wird per Maus zu diesen Kameras gespielt. Wir befinden uns halt so nur in diesem krassen Raum hier.
Und es hat es in sich. Ich habe die erste Nacht schon mal testweise gespielt und ich habe mich eingepipiert. Ich musste meine Unterhose wechseln. Na, natürlich nicht wirklich. Aber ihr wisst Bescheid. Ja, es gibt hier nicht viel zu celebraten. Das sind die Viecher und die sind auf jeden Fall nicht so liebevoll, wie es erst den Anschein hat. Der Typ hat uns gewarnt. Wir haben nur eine gewisse Power und verschiedene Sachen verbrauchen halt ein bisschen Power. Und da ist schon einer weggegangen. Wo ist er? Da steht er. Hasemanni. Bugs Bunny. Mit dem netten Gesicht. Ja, ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere ähnlich. Von Stephen King kennt einer vielleicht. Das Game hat es in sich, kann ich euch sagen. Ich habe mich echt... Also vor allem krasse Jumpscares, das sind so extreme Erschrecker. Die sind auf jeden Fall am Start. Also wie gesagt, nichts für Zeitbeseitete. Das kommt aber alles auch noch. Soweit ich mich entsinne, ist die erste Nacht noch relativ leicht zu überleben. Wir haben jetzt 3 Uhr. Wir müssen bis 6 Uhr morgens ausharren. Ja, natürlich nicht in wirklicher Zeit, sondern ich glaube 9 Minuten oder so geht eine Runde, irgendwie einen Tag, eine Nacht. So, der Kerl bleibt mal schön da. Die beiden sitzen ja noch. Und hier gibt es im Moment noch keine Probleme. Oh, Alter, Funkstörung. Kameras aus, weil 3 Uhr nachts, 7 Uhr. Das finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Wo ist er weg? Der ist weg. Wo ist er hin? Oh mein Gott. Da steht er, oder? Oh mein Gott. Hier kann man das Licht anmachen, dann kann man so sehen, was sich in der Ecke befindet. Und er ist direkt vor der Tür. Bam! Zu! Ja, dem Anschein nach ist es erstmal noch nicht so gruselig, aber es hat es echt in sich. Wenn man es dann selber spielt. Das gibt es auch für iOS und all sowas. Also ihr könnt euch das auch fürs Handy runterladen. Ich glaube Android auch. So, jetzt braucht die Tür aber viel Power. Dann steht er da richtig so wie so ein kleines Häschen. So ein Hundehase ist das ein bisschen, nicht? Oh, wer ist denn da gewesen? Da ist noch einer ausgepackt. Komm schon, da sitzt doch noch der Kleine. Oh Gott, das ist ja ein Wolfi. Kommt der aus dem Raum da? Und wo ist eigentlich... Es gab doch noch den Chicken McNickel. Oh mein Gott, 42, 4 Uhr morgens. Ich lasse die Tür zu, ich mach gar nichts. Man muss nebenbei auch auf seine Sinne achten. Vor allem die Geräusche zum Hören. Okay, da ist nichts dahinter. Ich muss die rechte Seite jetzt vor allem abchecken, weil ich kann nicht ewig mehr es erlauben, die Türen geschlossen zu lassen. Das Problem ist, die können halt auch von diesem... Da ist der Chicken McNicken. Let's eat. Chicken McNugget. Alter! Das ist nicht schön. Ob der da noch vorne hängt? Ne, der ist weg. Das heißt, ich sollte jetzt auch wirklich Energie sparen und die Tür nochmal öffnen. Wir haben immerhin erst 4 Uhr nachts. 30% haben wir noch von der Power. Komm schon, die erste Nacht muss ich überleben. Da hängt er. Da hängt er, da seht ihr ihn. Was sag ich mit dem einen hier? Ho, ho, ho. Warum hast du so große Zähne, lieber Wolf? Und da ist der Chicken Bunny und hier ist Bugs Bunny auch am Start. Und Wolfi macht sich hinterm Vorhang gemütlich. Sorry, out of order. Ja, und das ist eigentlich eine Pizzeria. Ich weiß nicht, was zur Hölle, was das für eine Pizzeria sein soll, die Freddy's. Und wer hat bitte solche komischen Kreaturen da am Rumlaufen? Ah, da ist doch auch einer. Der ist verdammt nah. 5 Uhr morgens, wir schaffen das. Bisher ist zumindest keiner wirklich näher gekommen. Das ist doch alles im Rahmen, ey. Als ich jetzt das erste Mal gespielt habe, ging es schon viel krasser ab. Das ist also auch immer ein bisschen unterschiedlich. Das Spiel ist natürlich schon was älter. Der eine oder andere von euch wird es, wie gesagt, schon kennen. Es gibt mittlerweile auch 3 Teile davon. Oh. Chicken McNickel ist weg. Let's Eat. Haben wir ja letztens noch gemacht, ne? Hier. Das heißt, letztens ist auch schon wieder das her. Let's Eat ist eigentlich mal wieder Zeit für. So, 5 Uhr morgens. Kommt. Leute. Warum ist hier ein scheiß Ventilator an, wenn wir schon keine Energie haben? Und die Lichter? Ein bisschen Energie sparen, mach den Venti aus. Komm, die erste Nacht haben wir überstanden, oder? Die Kitchen, da gibt's nichts, das Licht aus. Da macht sie einer ein Sandwich. Hier, der will da eigentlich hin. Mit seinem schönen, tollen Lätzchen. Was macht der Wolf? Hey, Alter. Okay, die erste Runde geht noch, Freunde. Wartet ab, wartet ab. 13%. Und jetzt müsste es eigentlich bald mal rum sein hier. Ich lasse bewusst alles aus. Man sieht, ich habe schon eine Session mal angespielt und weiß schon ein bisschen Bescheid. Liegt vor allem daran... Yeah! Wuhu! Wir haben die erste Nacht überstanden. Liegt vor allem daran, weil mir die erste Aufnahme zerschossen ist. War natürlich super. Technik steckst du nicht drin. So, jetzt geht's richtig los, Freunde. Jetzt geht's richtig los. 12 Uhr. Zweite Nacht.
Oh, scheiße. So, das war jetzt so ein kleiner Vorgeschmack. Jetzt geht's nämlich richtig ums... Hallo? Ah, geht ja nicht dran direkt. So, jetzt sitzen sie da, die drei. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Raum die... Weil der Wolf muss ja irgendwie hierher gekommen sein, ne? Hier ist jetzt wieder der Vorhang zu. I won't talk quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. Ja, komm, erzähl keinen Scheiß. I'm sure you have everything under control. Ja, klar. Talk to you soon. Ja, der Drecksack, der hat uns voll reingelegt. Was für ein Drecksjob. Und ich frage mich auch, warum ich mir den Scheiß immer antue. Ich probiere das Spiel zu beherrschen. Ich lass mich von dir nicht unterkriegen, du Schweinehund. Das sagt er jetzt. So, ihr habt schon gesehen, die sind schon ausgebüxt. Der Harry steht da vorne und der eine ist nicht auffindbar. Und irgendwer singt hier ein Liedchen. Wir haben jetzt 1 Uhr und 75% schon verbraucht. 74. Es ist die zweite Nacht. Oh Gott, die zweite Nacht. Oh mein Gott, was mache ich, wenn er näher kommt jetzt? Oh nein. Irgendwie muss man das schaffen können. Ich bin mir gespannt, wie weit ich komme. Oh oh. Oh oh. Kuckuck. 1 Uhr nachts, 67%. Ist kein gutes Zeichen. Der ist näher. Wo ist der hin? Oh mein Gott, ich muss, glaube ich, das Licht hier mal aktivieren. Wah! Boah! Mach zu, das Licht! Nein, das habe ich nie. Ist der Drecksack noch da? Komm, der muss sich doch woanders hin begeben. Ich kann hier nicht so lange drin bleiben. Was mit dem anderen Kaninchen, Hühnchen, Pipapo? Kann er mir die Tür öffnen? Okay, der ist weg. Aber wo ist er hin? Das heißt ja nichts Gutes unbedingt. Oh Gott, mir juckt's am Auge auch noch jetzt. Oh nein! Das ist der Hühnchenmann. Aber der kleine Bugs Bunny fehlt. Und ich weiß nicht, wo er ist. Okay, pass auf, Zeit schinden. Irgendwie Zeit schinden. 51%. Wird schon 3 Uhr. Dann habe ich wenigstens die Hälfte rum. Der steht direkt vor uns! Ich weiß nicht, ob ich... Nee, das kann ich mir nicht erlauben. Ich muss die Tür zulassen. 3 Uhr nachts, 45%. 44. Ich verbrauche zu viel Energie, eindeutig. Ah, der steht da immer noch. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommt der direkt rein. Und ich glaube, ich höre von rechts noch mehr. 41. Gott, 4 Uhr nachts, wird schnell 4 Uhr nachts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, das geht ins Höschen.
Bugs Bunny steht direkt vor der Tür, oder was ist das denn? Ein Hund? Okay, pass auf, ich mach das. Ganz das Licht an. Okay, ist keiner da. Okay, das bedeutet, wir sind hier sicher. Jetzt muss ich die Kameras benutzen. Oh nein! Chicken Mac, let's eat. Ist am Stissel. Ah! Ah! Boah! Was zur Hölle? Wir stehen die Haare zu Berge. Boah, wie der angelaufen kam. Und ich habe ihn auch noch gesehen. Ich habe ihn auch noch gesehen, den Drecksack. Diesen Schweinehörchen. Oh, scheiße, Mann. Oh Gott, ey. In diesem Spiel heißt es Handeln und Maß mit Mandeln, ey. Heieieiei, da war ich zu langsam, der ist da so hingelaufen. Wie kann er, das Spiel ist nicht gut für mein Herz. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine Folge von mache. Das war jetzt gerade so ein Horrorschock. Alter Schwede. Jetzt weiß ich auch, warum alle gesagt haben, spiel das mal, warum das so ein Hype hatte. Oder hat. Weil es wird ja immer noch weiterentwickelt. Es gibt ja noch weitere Five Nights at Freddy's Teile. Und ob ich noch einen mache, das weiß ich noch nicht genau. Aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mehr von sehen wollt. Boah, Horrorspiele sind zu krass. Ich verstehe schon, warum man die lieber als Let's Play schaut. Ohne Scheiß. Alter, ey. Ich sitze hier zwar nachts, die Nachbarn sind bestimmt alle aufgeschreckt, ja? Haben gedacht, was geht denn da oben beim Sarazar? Ist der gestorben gerade, oder was? Ja. Der gute Scott, dieser Drecksack, der das Spiel gemacht hat. Ein Mann hat es produziert, wie gesagt, könnt ihr euch im Steam Store kaufen und vielleicht gibt es hier auch noch eine Folge, ihr könnt es ja mal in die Comments schreiben. Vielleicht mache ich einen, ich will es nicht versprechen, weil das ist nichts für schwache Nerven und ich bin im Moment auch nicht ganz fit. Ich habe seit der Reise und während der Reise immer ein bisschen Allergie gehabt und im Moment ist das ein bisschen übel und ich probiere dann irgendwie aufzunehmen, aber manchmal ist die Nase auch zu und deswegen habt ein bisschen Geduld, bis eine weitere Folge kommt und bis auch weitere Spiele kommen. Ich habe mir da noch einige ausgesucht, denn der Sarazar ist ja zurück aus Los Angeles und jetzt wird wieder fleißig gezockt, sofern ich das kann. Alter Schwede, was für ein mieses Drecksspiel. Aber geil, geil, geil. Hat mich auf jeden Fall gerade geflasht. Mein Puls ist immer noch hoch. Wie ist denn eurer so? Habt ihr euch erschreckt bei dem Spiel gerade? Und wollt ihr weitere Folgen sehen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis dann, tschüss.